Aloha und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Stormblood. Und weiter geht es nun mit Mususai und Mochigo. Ach ja, herrlich, das war einfach sehr, sehr cool. Schaut auf jeden Fall gerne mal 50er und die 52er an. Und nun starten wir unser nächstes Abenteuer. Wir sprechen jetzt hier mit der 54. Mord ist sein Hobby. Mususai sucht dich unter den Gästen der ertrinkenden Sorge. Tobiko, ich habe schon auf dich gewartet. Man merkt, dass du seit unserer guten Tat in Uldar große Schritte gemacht hast. Du hast eine Ausstrahlung wie ein richtiges Samurai. Während du fleißig trainiert hast, haben wir uns nach dunklen Machenschaften umgehört. Angeblich gibt es in dieser Meeresmetropole eine Serie ungeklärter Mordfälle. Ich wurde beinahe von den sogenannten Gelbjacken verhaftet. Da alle Opfer Verletzungen aufweisen, die mit einer scharfen Klinge zugefügt wurden, hat mich verdächtigt, als ob ich der Einzige wäre, der mit einem Schwert ausgerüstet in dieser Stadt unterwegs ist. Jedenfalls hat Momotsiko auch hier in Limsolominsa genug Beziehungen, sodass man sich bei mir entschuldigt hat und mir gestattete, die Leichen zu untersuchen. Sie haben tatsächlich Schwertwunden, die von einem Katana herrühren könnten. Als Täter kommt daher sogar ein anderer Samurai in Frage, wobei es überhaupt nicht dem Wesen eines Samurais entspricht, wiederholt und scheinbar wahllos Leute umzubringen. Eines steht jedoch fest: Der verantwortliche Täter ist das Böse, das wir in dieser Stadt beseitigen müssen. Genau, doch zuerst einmal müssen wir ihn finden. Tobiko, kannst du dich bitte auf der Handelsstraße umhören? Dort kommen so viele Leute zusammen, dass du bestimmt etwas erfährst. Okay, dann schauen wir mal auf der Handelsstraße. Das ist dann, denke ich mal, hier unten, ne? Ja, Handelsstraße, da auch noch. Okay. Gut, dann gehen wir da mal dort schnell hin. Ja, lasst gerne euer Feedback da zu den Samurai. Ich habe ja dazu auch schon im letzten Part was gesagt. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool mit den Samurai. Macht schon eigentlich schon viel, viel Spaß. So wie ich das ja auch schon erwähnt habe mit Final Fantasy 11, habe ich ja auch neben der Linie aus den Samurai sehr gerne gespielt und ist schon echt eine sehr, sehr coole Klasse. Haben sich auch recht cooles System hier ausgedacht. Und ja, auf jeden Fall noch sehen, wie es noch so weitergeht hier. Mordserie. Ja, alle sprechen darüber. Unter den Opfern ist ein bei allen Händlern hier bekannter Stammkunde. Hoffentlich wird das Ganze schnell aufgeklärt. Hoffen wir. So, dann gucken wir mal weiter. Oh weh, viele Morde, ganz furchtbar. Ja, sogar Quirin tot gemacht. Wenn Kyokyoon nachts schlafen, dann ganz schlimme Träume sehen. Oh. Du willst etwas über die Morde erfahren? Furchtbare Geschichte. Sogar ein Reisender, der unser Limsa besucht hat, wurde ermordet. Was kann einen nur dazu bringen, so etwas zu tun? So, jetzt müssen wir wieder Mosai Bericht erstatten. Ein Stammkunde, ein Reisender und ein Quirin? Anscheinend ist den Opfern nur der Ort ihres Verschwindens gemein. Wir haben herausgefunden, dass alle Opfer in der Nähe des Piers verschwunden sind und später tot aufgefunden wurden. Der Mord scheint willkürlich Leute am Pier umzubringen. Vielleicht handelt es sich hier um einen
Einen Wahnsinnigen, aber wie sollen wir den finden? Besten Zeiten haben wir mit einem Lockvogel. Wenn jemand nachts ganz alleine am Pier entlang spaziert, wird das den Mörder herbeilocken und dann können wir ihn uns schnappen. Das ist eine tolle Idee. Und wenn, wen hast du als Lockvogel im Sinn? Hä? Wieso denn ausgerechnet mich? Die bisherigen Opfer sind zwar nicht ähnlich, doch merkwürdigerweise hat es bisher keinen Piraten erwischt. Dabei gibt es so viele von ihnen in dieser Stadt. Das legt die Vermutung nahe, dass der Täter es auf unbewaffnete Opfer abgesehen hat. Rubiko und ich tragen Katana an der Hüfte. Damit kommen wir leider als Leutvogel nicht in Frage. Da hat er auch wiederum recht. Du hast doch nichts zu befürchten. Sobald sich der Täter zeigt, sind wir zur Stelle. Also los, lass uns zum Pier gehen. Ja, da muss er seinen Mut zusammennehmen. Aber es ist alles für einen guten Zweck. Und schließlich können wir ihm ja auch noch helfen. Also er steht da bestimmt nicht alleine. Ah, da hält er sich wohl auf. Okay. Sobald die passende Zeit gekommen ist, beginnen wir mit der Lockvogelaktion. Oho. Er ist hier. Hä? Ich glaube da. Hä? Dieses Katana. Er ist so schnell geflohen, dass wir keine Chance hatten, ihn zu schnappen. Dein übertriebenes Geschrei hat ihm wohl einen riesen Schreck eingejagt. Es tut mir leid. Es war nicht alles umsonst. Das Katana, dieses Lalafell, habe ich nämlich schon mal gesehen. In meiner Heimatstadt Kugane hat vor nicht allzu langer Zeit ein reicher Kaufmann aus Eosea für Aufsehen gesorgt, als er mehrere Katana des berühmten Schwertschmieds aufkaufte. Ich habe mir aus Interesse die reservierten Katana an der Ladenfront des Schwertschmieds angesehen und ich müsste mich sehr irren, wenn das Katana, das der Lalafell trug, nicht darunter war. Ich habe den reichen Kaufmann nicht getroffen, aber es soll ein Lalafell gewesen sein. Also der wohl reichste Lalafell-Geschäftsmann aus dieser Gegend ist Egeriu. Für ihn habe ich mal einen Tanzabend organisiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er. Er ist unser einziger Anhaltspunkt, also werden wir ihn auf den Zahn fühlen. Wo müssen wir hin? Giyu wohnt an der Sonnenküste, aber es muss irgendeine andere Erklärung für diesen Zusammenhang geben. Machen wir uns mal schlau. Hä? Ah. ja. So, da. Ah.
Wer stört? Moment mal. Diese Abenteurerin kenne ich doch. Du hast doch die drei Köstlichkeiten Eoseas für mich gefunden. Wie ich sehe, hast du heute jemanden aus dem Fernen Osten dabei. Was könntet ihr wohl von mir wollen? Wie bitte? Ihr verdächtigt mich, einen Serienmörder zu sein? Nun gut, bei dieser Beweislage... Natürlich habe ich eine reine Weste, aber ich habe da so eine Idee, wer der Töter sein könnte. Da kommt eigentlich nur dieser komische Gurumi Bolumi in Frage. Seit er mit Exporten und Importen ein Vermögen gemacht hat, ist sein Verhalten immer auffälliger geworden. Und er ist ein Sammler fernöstlicher Schätze, dem es besonders Katana angetan haben. Also letztes Mal, als ich ihn traf, prallte er von einem historischen Katana. Er sprach davon, dass er es gerne mal am lebenden Objekten ausprobieren würde. Ich dachte, er macht Witze, obwohl dieser Witz selbst für ihn geschmacklos war. Das muss diese Person sein, nach der wir suchen. Was für eine Bestie muss man sein, wenn man Leute zum Vergnügen niedersticht. Iruyo, verzeih uns bitte, dass wir dich verdächtigt haben. Kannst du uns den Aufenthaltsort von diesem Grumi Bulumi nennen? Er wohnt auf einem Schiff, das schon seit einer Weile hier an der Sonnenküste vor Anker liegt. Aber so viel weiß ich, wollte er sich bald einen neuen Liegeplatz suchen. An Bord dieses Schiffes zu gelangen, könnte sich als schwierig erweisen, aber wir können ihn auch nicht entkommen lassen. Muhahaha, anscheinend meint es das Schicksal gut mit euch. Oder schlecht mit ihm. Wie der Zufall so es will, habe ich gerade eine Einladung zu einem Bankett erhalten, das auf dem Schiff von Gurumi Bulumi stattfinden wird. Da diese Abenteurerin noch etwas bei mir gut hat, werde ich euch diese Einladung schenken. Ihr braucht sie bloß dem Bediensteten von Gurumi Bulumi am Fähranleger übergeben. Momotsugi könnte mit entsprechend guter Verkleidung als ich durchgehen und ihr könnt also mein beziehungsweise sein Gefolge unbeheiligt auf das Schiff gelangen. Um ehrlich zu sein, Brumelumi ist ein lässiger Rivale und wenn ihr ihm aus dem Weg schafft, tut ihr mir sogar einen Gefallen. Naja, seine Mikote-Dienerinnen sind ja alles so eher so Dienerinnen, die Mikote meistens so werden gerne als Dienerinnen angesehen hier. Ach ja. Aber die Mikotes gefällt das wohl, die so als Dienergesellen oder keine Ahnung. Das ist, irgendwie kommt mir das so vor, dass sie es so mögen, irgendwie jemanden zu dienen. So, wir stehen in deiner Schuld. Also gut, Momotsugi, wir wird sich verkleiden. Also, wir stehen in deiner Schuld. Also gut, Momotsugi, wird sich verkleiden und dann treffen wir uns am Fähranleger. Moment, das heißt ja, dass ich ja schon wieder derjenige bin, der sich in Gefahr begeben muss. Oh je. Der arme Momotsugi. So, wir haben jetzt nun die Einladung dazu. Und wir schauen uns auf jeden Fall mal an. Ah, da hinten hat er sein Schiff. So. Das will ich jetzt mal sehen. Das ist ja mal cool. Ah, ich liebe das. So, Diener von Gurumi Bulumi. Ah, der ehrenwerteste und durchlausigste Gigeruyu und seine Leibwache. Dürfte ich bitte das Einladungsschreiben sehen? Ja, natürlich. Ja. Ich danke euch. Ich werde euch nun auf das Schiff führen. So, dann geht's los.
Oh. Sehr festlich. Und wieder Mikrotis. Und einige Hyra, Mikrotis und Lalafell. Volumi, wie ihr das wieder hinbekommen habt, dass er dieser Feier ist famos und diese fernöstlichen Speisen erst. Oh, das ist doch gar nichts. Wenn ihr mal was wirklich prachtvolles sehen wollt, zeige ich euch mein bestes Katana. Ihr kommt uns doch verdächtig, oder? Na, wenn das nicht der gute Gerudo ist. Und wie ich sehe, hast du gleich zwei Samurai aus dem Fernosten als Leibwächter angeheuert. Sehr geschmackvoll. Aber nicht halb so beeindruckend wie meine Sammlung verlässlicher Katana. Willst du voller Stolz zur Schau stellen, wie du den nächsten Unschuldigen mit einem Katana niederstreckst? Dein teuflisches Treiben endet hier und jetzt. Hä? Du bist nicht Georgiou. Ich habe dich doch schon mal irgendwo. Ja, du hast mich schon mal gesehen. Also, du, als du mich ermorden wolltest. Ah, jene Nacht, ja. Ich habe festgestellt, dass Katana mir viel mehr Freude bereitet, wenn ich sie einsetze, anstatt sie immer nur anzustarren. Genug! Bisher habe ich mich zurückgehalten, doch nun werde ich als Samurai meine Pflicht erfüllen und dich richten. Du bedrohst einen aufrichtigen Bürger inmitten einer Feier? Also gut, du solltest die Gelegenheit erhalten, dich mit meinen Leibwächtern zu messen. Und zwar oben an Deck. Oh, ein Battle. Auf dem Schiff. Oh. Den gibt's als A-Hand. Tritt vor, Ostrig rein. Zum Wilden Westen, Samurai. Der hat ja auch mal einen gewissen Stil. Sogar in Blau alles. Oh. Kein Samurai hält so ein Katana. Der Typ ist nichts weiter als ein Betrüger. Ihr Samurai denkt, ihr könntet kämpfen und nur weil ihr ein Katana tragt? Ich im Gegensatz habe die Fechtkunst als Gladiator perfektioniert. Und nun werde ich dich die scharfe Klinge dieses außergewöhnlichen Katana spüren lassen. Tobiko, zeig ihm bitte, was einen wahren Samurai ausmacht. Einen Moment, das Ganze ist mir doch zu langweilig. Schließlich will ich nicht umsonst Unmengen ausgegeben haben, um für solche Situationen gewappnet zu sein. Oh, Ninja ist auch noch am Start. Läuft. Wird immer lustiger hier.
Wir werden erstmal einmal nur zusehen. Ich werde euch zurücktreten. Ich werde auch zurücktreten und mir in Ruhe anschauen, wie Tobiko diese Hochstapler in Handumdrehen erledigt. Töte diese Eindringling! Oh ja, und dann noch diese Musik. Ah, geil. So. Na gut. Und tschüss. Der nächste bitte. Oh, der schickt ja seine Bestie raus. Wow. Ah, hier. Oh, der geht aber gut ab, unser Meister hier. Ja, aber der andere ganz gut weg. Okay. Mal schauen. Oh. Oh nein. Da war ich gerade betäubt. Und jetzt gebe ich ihn nochmal und zack. Oh, was geht jetzt? Geht jetzt? Jetzt haut er einfach ab wieder.
Einfach nur flüchten, ne? Dir, Feigling, ist tatsächlich die Flucht vom Schiff gelungen. Doch hier ist Schluss. Gib endlich auf. Wie konntet ihr nur all meine Leute ausschalten bei den sieben Höllen? Wer seid ihr? Mein Name ist Musai und dies ist meine Schülerin Tobiko. Wir sind Samurai und sorgen dafür, dass allen Bösen auf dieser Welt eine gerechte Strafe erteilt. Musai, diesen Namen habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Aber ja, als ich in Kugane war, du bist der Schwertkampfmeister, um den sich viele Legenden ranken. Trotzdem, gegen eine so meisterhaft geführten Klinge wie meine, hat eine in die Jahre gekommene Legende keine Chance. Du wirst ihr nächstes Opfer werden. Du hast Unschuldige getötet und zeigst keine Spur von Reue. Mit dir habe ich kein Erbarmen. Stirb! Tobiko, mit dem Blut dieses Abschaums brauchst du deine Klinge nicht zu besudeln. Ich wünsche, du wärst auch einen würdigen Gegner getroffen und nicht auf diesen kostümierten Maulhelden. Das beste Training für uns Samurai ist es, unsere Klingen mit ebenbürtigen Gegnern zu kreuzen. Nur ist das hier in Eorzea nicht allzu einfach. Dieser Fall wäre also abgeschlossen, alter Mann. Du hättest ja ruhig mal sagen können, dass du ein legendärer Held bist. Ach, der Held aus diesen alten Geschichten, uralten Geschichten ist längst im Ruhestand. Borome Bolomi habt ihr also unschädlich gemacht? Geschieht ihm recht. Mit dem wahllosen Ermorden Unschuldiger hat er eine Linie überschritten, die man auch als geschmackloser Gilsack einfach nicht überschreitet. Das Aufräumen könnt ihr mir überlassen. An der Sonnenküste passiert, bleibt an der Sonnenküste. Wir stehen tief in deiner Schuld. So. Unsere Pflicht hier ist erfüllt. Dieses Übel wäre aus der Welt geschafft. Oh. Herr Musai, alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen, mein Körper will nur sagen, dass ich etwas älter bin, als ich mich fühle. Also gut, auf in die nächste Stadt. Wir werden dorthin weiterreisen, wohin der Wind weht. Der Wind weht Richtung Nordost. Urzigo, liegt dort nicht der Finsterwald? Ja, genau. Und inmitten des Finsterwalds liegt die Waldstadt Gridania. Das ist aber egal. Wir haben eine weite Reise vor uns, also lass uns aufbrechen. Jo, auf zur nächsten in Gridania. So, da. Sei. Ist es nicht wunderbar grün und friedlich hier? Doch ich bin mir sicher, dass er auch hier irgendwo in den Schatten das Böse verbirgt. Trainiere weiter dein Können, bis wir etwas herausgefunden haben. Ich werde mich sogleich auf die Suche nach dem Bösen hier machen. Entschuldig mich.
So, und im nächsten geht es denn los mit 56, betrogen und aufgehoben. Ja, das wird auch mal wieder bestimmt lustig. Ich danke auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst gerne euer Feedback da. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Auch damit einen Daumen nach oben. Lasst auch noch gerne sonst Kommentare da. Würde mich eben halt weiter über eure Unterstützung freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein und ja, auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.